Ich bin ein Kabelsalat. So. Ziemlich viele Minispiele hier in dieser Welt, ne? Aber gut, das bietet sich natürlich auch an in einem Vergnügungspark. 3 gegen 1, Knochenbrecher Scooter. Ja, das wird das spannend. Jetzt wirst du in Grund und Boden gerannt, Freundchen. Mal sehen, ob du schaffst, 40 linke Punkte in 45 Sekunden zu sammeln. Mach ihn fertig! Hallo, hallo, hallo. Nein, 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 nein. Bisschen. Wieder 50? Ich bin echt blöd, ne? Ich kann das nicht mehr. Blau! Blau! Also wenn es 50 waren, war es auch nicht schwer. Ich muss halt echt nur gucken, dass man sich, genau, dass man sowas vermeidet im Westen. Dass, wenn das einmal passiert, dann ist das nicht vorbei. Nein, du gewinnst Spiel 3 mit 64 Punkten. Ich nehme an, du machst eine Art von Belohnung. Ganz genau, her damit, du Skeletthexe. Ein jämmerliches Puzzolo. Diese drei. Naja, besser als nichts. So, dann haben wir jetzt noch die South of Peril, das furiose Flugobjekt. Dort nach oben haben wir über den Dorn, ne? Da. Eitsch. Eitsch. Nee, super. Ach, mit Gondoletti, ne? Ich war's. Mit Engino Gondoletti. Vorher jedoch gehe ich jetzt meine Bahnhof. Keine Ahnung, vielleicht habe ich mit dem Essen irgendwie auch einen falschen Kopf. Aber auch das kann sich ändern, dass er gar kein Essen braucht. Aber ich wüsste gerade sonst echt nicht, wo der dritte Kind sein würde. Das wäre ja ein gemeiner Fehler, wenn jetzt hier... Das ist nicht der Bahnhof. Das ist der Bahnhof. So, jetzt ist irgendwie auf einmal. Da ist er ja schon. Bin ich froh, dass du da bist. Ich habe solchen Hunger. Glaubst du nicht, dass du genug hattest? Niemals. Nur noch einen Hamburger. Dann suche ich meine Mami. Ja, du hast einen Hamburger. Gib ihn mir. Bitte, bitte, bitte. Hast du was zu futtern für mich? Okay, obwohl das Schild da vorne ist, kann man hier irgendwie jetzt den Hamburger bis hier mitnehmen. Das ist ja echt ein bisschen bescheuert. Ah. Alles in Ordnung, Kleiner. Du siehst abgefüllt aus. Ich hab auch Bauchweh. Bitte trag mich zu meiner Mami. Mir ist so schlecht. Kein Wunder. Ja. Leider. Haben wir noch keine Möglichkeit, den Guten zu tragen. Das heißt, wir müssen erstmal auf dieses Puzzleteil leider Gottes verzichten.
Hat schon massives Holz. Okay. Indestruktibel, wie es aussieht. Hier ist die Zugstation. Allerdings fehlt hier noch ein Zugschalter. Fällt mir gerade auf. Wo ist denn der Zugschalter? Da ist der Zugschalter, sehr gut. Da öffnet sich die Türe vom Hexhex Park Bahnhof. Ja, das war es auch schon großartig. Ne? So, was können wir hier? Schaffi verfrachtet Erz in der Klunkenkluftmine. Möchtest du von Schaffi abgeholt werden? Ja! Auch wenn wir bis jetzt nur zwischen Klunkenkluftmine und Hexhex Park langfahren wollen, wollte ja der Dino aus der Freakshow mit uns mitfahren. Wo auch immer der hin will. Oh, ich glaube, da kommt der Zug. Zeit zu gehen. Zack. Einmal Pterodactylus Land, einfach bitte. Pterodactylus Land. Mhm. Interessant. Achso, das ist ja die Dino-Welt, da wo wir auch schon. Vom ersten Level aus waren. In der Ungabunga-Höhle. Ist aber nicht das nächste Level, das kommt. Bin ich alles toll. Ich glaube, es ist das fünfte. So, das dazu. Jetzt wollten wir die Gondel holen. Aus der Wüste. Aus dem Wüstenareal. Um damit zu der Sauce of Peril zu kommen. Und dann müssten wir eigentlich alles erledigt haben. Bis auf das fette Kind, was wir gerade eh nicht wegschleppen können. Und den einen Eingang da oben über Area 51, wo man die Dingsschuhe verbaut. So, da ist er. Zack. Wir achten gleich jetzt wieder auf den wunderbaren. Achso. Sieht man gar nicht, jetzt den tollen Effekt wird abgekürzt hier. Moment mal eben. Den brauche ich jetzt. Aua. Aber ich kann mir doch das an dem Kabel da sparen. Wir können doch einfach hier oben, ne? Ja, sehr fein. So. Du furioses Fluggebäck. Pieps, reise mit dem flotten Fluggebäck ins Zentrum der Gefahr. Pieps. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Drücke Z, wenn das Fahnenkreuz erscheint, um auf die Ziele zu feuern, um Punkte zu sammeln. Blaue Ziele sind 3 Punkte wert, grüne 2 und rote nur 1. Ich gebe dir ganz besondere Eier, damit du eine Chance hast. Sammle 500 Punkte, um den ersten und 400 um den zweiten Preis zu erhalten. Pieps. Ach, das war... Ach doch, scheiße, das war die Kacke. Okay. Oh,
brauche ich auch einen N5. Oh, da brauche ich einen 64-Controller für. Da muss man nämlich so ganz fein immer. Oh. Das ist ganz schön heftig hier. Ja, das ist die mieseste Stelle. Ich glaube, also mit Ach und Krach wird das Platz 2. Was? Platz 2 haben wir. Vielleicht wie viele jetzt noch kommen. Weiß nicht mehr warum. Oh, 500. Uff. 500, sehr. Ganz knapp, ey. Ich hoffe, man kriegt beide Preise in einem. Heide Witzka, scheiß die Wand an, ey. Das schon nicht ohne, ey. Pieps, gut geschossen. Du gewinnst 2 Pieps-Preise. So eine primitive Aufzeichnung auf Papier. Pieps, die letzte Cheat-Seite. Und dieses glänzende goldene Ding. Pieps. Das machen alle Preise, aber versuch doch deine Rekorde zu überbieten. Pieps. Und wir haben wieder 5 Seiten. Ein neuer Sheet. Und. Ha. Noch ein Puzzlestück. Ja, wie gesagt, das letzte. Geht nicht, weil wir den dicken Jungen nicht nach Hause bringen können. Alles andere haben wir. Das heißt. Ja. Das war der Hexenpark. Und damit können wir erstmal. Waren wir jetzt nicht. Was ist wieder? Mit ruhigem Gewissen. Den Park erstmal verlassen. Huch, warum liegt's gerade so? Entschuldigung. Hey, kannst du mich lesen, Pelzkopf? Alle Nahrungsmittel müssen innerhalb des Vergnügungsparks konsumiert werden. Wir haben doch gar nichts mehr. Das ist nicht fair. Natürlich ist das nicht fair, aber bitte versuch es ohne Haltung West Protein. Was passiert? Ja, was haben wir denn noch?
Ich hab noch gar nichts dabei gehabt, oder? So, ah ja, da, blab, blab, okay, 0-0. So, kurz überlegen. Wir haben einen Cheat, wir kriegen aber noch einen Cheat, wenn wir jetzt Cheeto gehen, und wir können eine neue Honigfarbe holen. Also gehen wir erstens auf zurück in Spiral Mountain, Cheat abholen. Dann in Majora's Temple Cheats eingeben. Dann aufs Plateau. Honig. Besorgen. Wo war da hinten zum Langhangeln eigentlich? Müssen wir noch mal hin. Einfach hier, zack, an die Brücke und hoch da. Ins Maul der ollen Vettel. So, Cheeto, hier bitteschön. Großartig, das sind genug Seiten, um dir einen neuen Cheat zu verraten. Höchste Zeit, los raus mit der Sprache. Gib mir erst meine kostbaren Seiten. Zu dir ist verpflichtet. Der zweite Cheat lautet X, verstanden? Nun, das sind alle Cheats, die ich dir im Moment geben kann. Und falls du mehr Seiten findest, weißt du ja, wo ich bin. In diesem Menü sieht man die Cheats. Ja. X schaffe ich gerade noch ebenso mitzuhalten. Dass ich so spiele. Was mag dieser Cheat wohl anrichten? Anrichten ist gut. Freischalten. Ist ja nicht so schwer. Ne? So, ich hab grad echt keine Ahnung, ob wir das jetzt schon gemacht haben, hier oder nicht. Ist hier lang gehangelt. Ach, guck mal. Noch eine Cartridge. Was war drin? Der Eisschlüssel. Jawohl, das ist der eisige Schlüssel von Banjo-Kazooie. Von dem so viel erzählt wird. Ich frage mich, was er öffnet. Aber ja, das fragen wir uns wohl auch. Ich würde sagen, kommt Zeit, kommt Rat. Nächste Haltestelle, Majora's Tempel. Cheats eingeben. Und dann geht's auf dem Plateau weiter. Energie und nächstes Glied erforschen. Okay, Jiggy war der Cheat, ne? Ja, ne? Einmal ins... Na, Wumbas Wigwam ist das. Genau. Komm, Wackwam, Igwapio, 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 Igwapio. Oh. Die Experten. Geht mir nicht auf den Sack, wenn ich hier Cheats eingebe. So. Na.
RSX. Achso, ich stehe nicht richtig. Ich stand nicht richtig. Get. Jiggy, wie die Puzzles auf Englisch heißen. Von Jigsaw Pieces. Jiggy. Doppel-G, ne? Der Get Jiggy Cheat aktiviert die Wegweiser im Puzzlelos Tempel. Sehr schön. Und dann haben wir jetzt noch hier. Der Ex-Cheat verdoppelt das Maximum an Eiern, die ihr tragen könnt. Sehr schön. Also, Doppelmaximum an Eiern an. Puzzles Tempelschilder an. Unbegrenzte Eierfedern aus. Vielleicht zeigen wir am Ende noch ein paar Cheats, die es so gibt. Auf den Geheim. Ja, dann gehen wir raus.